Mein Name ist Richard Guttenberger, ich bin 91 Jahre alt und einer der ersten Siedler vom Hasenberge. Es wurde eine Selbsthilfesiedlung gegründet und da war ich dabei. Da konnte ich mitmachen und da haben wir uns alle ein Haus gebaut. Wir waren damals insgesamt 100 Siedler. Die 100 Siedler haben 100 Häuser gebaut. Also jeder hat sein eigenes Haus gebaut. Und wie das Haus fertiggestellt war, hatten wir große Freude. Und wir zogen ein in unser Haus. Aber es gab viel Arbeit im Grundstück und Garten. Mussten Zäune gezogen werden. Musste Humus gesiebt werden, die Dreckhaufen mussten verarbeitet werden. Und beim Durchsieben von Humus zum Trennen der Steine vom Humus haben wir manchmal scharfe Munition gefunden, vom Zweiten Weltkrieg her noch. Und die Munition habe ich aufgehoben in einer Ziegelkiste drin. Und dann haben wir eines Tages, das war dann 1960, dann habe ich mir gedacht, jetzt baust du eine Garage. Und mit meinen Nachbarn, beim Bartelduni, habe ich eine Garage gebaut. Und während der Bauzeit hat die Frau im Garten gearbeitet und hat wieder eine Patrone hergebracht. Wir waren schon mit der Garage am Sturz bauen und da habe ich den Beton gemacht und die Frau bringt die Patrone und ich zeige es am Bandeltoni und sage, Toni, schau her, jetzt haben wir schon wieder Munition. Ja, hat er gesagt, das hört ich der mein Beton rein, da kommt die nie mehr raus. Und dann habe ich gesagt, ja, dann hole ich die anderen Patronen auch noch und habe es geholt und da haben alle rein und der Toni hat schon eingestampft. Und dann, dann ist halt so gegangen, dass die Garage fertig geworden ist und wir haben gar nicht mehr dran gedacht. Und im Jahre 1963, da habe ich dann auf einmal gedacht, ja, da kannst du doch in die Garage ein Licht reinlegen. Und habe dann Löcher vom Wohnzimmer ein Loch rausgebohrt, ein Kabel durchgezogen und durch Garage auch ein Loch gebohrt. Und da hat man das Kabel durchgezogen. Und da musste ich Dübel schlagen mit Hammer und Meißel, weil es noch keine Fischerdübel gegeben hat. Und da bin ich auf einem selbstgebauten Postamentl drum gestanden und habe da reingeschlagen mit Hammer und Meißel für die Dübellöcher. Und wie ich auf dem Postamentl drum stehe und hau da ganz oben beim Sturz rein, bei wo der Sturz betoniert war, wo die Patronen drin waren, da habe ich nicht mehr an keine Patrone gedacht, hau ich da rein. Und dann macht es einen Knall und mir haust ein Betonbrocken und Schwefeldampf und alles ins Gesicht. Ich fliege gleich runter vom Postamentl und hätte mich jetzt bald selber erschossen. An diesem Tag war ich fertig, da habe ich nichts mehr gearbeitet. Und jetzt war froh, dass ich mich nicht selber erschossen habe. Und ich bin der Richard und bin im Hasenberge zu Hause. Da bin ich am Hasenberge daheim.